Hallo zusammen, ich habe hier eine Wemo-Kühlbox, die nicht funktioniert. Die Störung ist folgendes: Sie gefriert innen drin und zeigt hier außen auf dem Display die Außentemperatur an. Die Box einstecken, über 230 Volt, das genau gleiche Problem wie auf 12 Volt. Das hier ist die Y35PX. Wir haben die größere, die kleinere und bei allen Wemo-Kühlboxen ist das das gleiche Problem. Es ist gefroren in der Box und außen zeigt es die Außentemperatur an. Hier. Ich stecke hier ein. Die Box schaltet sich ein. Und wir sehen hier auf dem Display, zeigt 22 Grad an, aber 22 Fahrenheit. Das ist die Temperatur in Fahrenheit. Wir können diese Temperatur in Fahrenheit umstellen. Wir drücken Set, dann zeigt es uns die Temperatur ein. Eingestellt auf 22, wir drücken zweimal, dann blinkt das Fahrenheitszeichen und umstellen auf Celsius, dann geht es einen Moment und dann zeigt es uns minus 6 Grad an. Minus 6 Grad ist die Temperatur in der Box drin und anzeigen tut es 6 Grad Celsius. 22 Fahrenheit entspricht minus 6 Grad Celsius. Ich mache euch hier eine Störung, da zeigt es auf der gleichen Box an A minus 01 und die Box funktioniert nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.